Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Tutorial-Runde Roundabout Planet Coaster 2. Es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir hier ein bisschen durch das Menü durchzugehen. Ich mache so ein bisschen Tutorial-mäßiges was, weil bei Planco 1 gab es sowas ja eigentlich gar nicht. Wobei doch einer mal angefangen hat damit, allerdings auch nach 7 Folgen schon wieder aufgehört hat. Das will ich diesmal ein bisschen ändern, weil ich als Anfänger von Planco 1 hatte dann doch so meine kleinen Schwierigkeiten, was das angeht. Und war froh, dass ich dann doch irgendwas gefunden habe. Und andererseits war ich auch froh, dass ich Jungs kennengelernt habe und von denen auch ein bisschen lernen konnte und mitnehmen kann. Und Planet Coaster 2 ist jetzt für uns alle komplett neu und deswegen möchte ich euch jetzt hier in dieser Runde, in dieser Tutorial-Runde quasi, ich nenne es jetzt einfach Tutorial, wir können es ja nennen, wie wir wollen, mitnehmen. Und als allererstes möchte ich Hallo sagen, mein Name ist Dennis Aga Bluefire und wir gehen rein und ich habe mich mal so ein bisschen in die Mitte, also ein bisschen weiter rüber gesetzt, weil ich möchte euch am Anfang erstmal hier das zeigen. Und zwar das Deep Dive Coaster and Water Parks Combined. Wenn wir hier oben rechts auf diesen Pfeil klicken, kommen wir dann auf so einen kleinen Text. Das beinhaltet einfach nur, dass man hier beim Coaster.com News sich das Ganze nochmal angucken kann, was man wer der Producer Adam Woods take us rough and even closer look at Planet Coaster 2 in our first Deep Dive Video. Also im Endeffekt schicken die uns halt zum Deep Dive Video, ne? Es gibt 4 Stück und ich glaube, der aktuelle ist noch gar nicht drin, ne? Der kam jetzt, aber war ja auch kein Deep Dive tatsächlich. Genau, das wollte ich euch hier ein bisschen zeigen. Jetzt kann ich mich nämlich wieder hier rüber switchen. So, genau. Perfekt. Und wir sind das letzte Mal bei den Einstellungen stehen geblieben. Da muss ich leider nochmal rein, weil ich habe beim letzten Mal tatsächlich gar nicht erwähnt, dass ja hier Anti-Aliasing Im Endeffekt dafür steht er für Anti-Lag, ja. AMD FSR, ich habe halt einen AMD und bei Nvidia ist es halt DLSS, ja, für bessere Performance. Das müsst ihr natürlich dann, je nachdem was für eine Grafikkarte ihr habt, am besten einstellen. Und dann könnt ihr hier noch einstellen halt auf Qualität, ausgewogen, Leistung, Ultra Performance und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr noch die Schärfe einstellen, genauso wie Frame Generation. Dann habt ihr halt für die Grafikkarte noch V-Sync, wenn möglich. Für die Grafikkarte, für den Monitor, wenn euer Monitor das kann, würde ich es natürlich einstellen. Ich habe es auch eingestellt. Kann man nichts falsch machen mit, wenn der Monitor das sowieso kann. Es ist immer vom Vorteil. Genau. Und das war beim letzten Mal, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass das ja so ist. Und wir gehen rein und fangen erst einmal von hinten an, würde ich sagen. Und zwar beim Profil. Wir müssen uns jetzt bei Planet Coaster bzw. bei Frontier Development müssen wir uns anmelden. Den Link, falls ihr den noch nicht gefunden habt und ihr wollt euch ein Profil machen, kommt ihr hier auch rüber. Ja, ihr kommt von hier aus auch, könnt ihr euch auch registrieren über das Spiel. Oder ihr geht halt auf die Seite von Frontier und dort könnt ihr dann euch auch einen Account erstellen. Genau, und dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel meinen Namen. Und mein Frontier-Name ist BlueFire87 YouTube AKRDNS. Und jetzt können wir hier, also hier war ich auch noch nicht, also ist jetzt mit euch zusammen jetzt auch das erste Mal, deswegen muss ich selber erstmal so ein bisschen gucken, was ich hier machen kann. Auf jeden Fall
Spielertag anpassen. Wir klicken einfach mal drauf. Hintergrundfarbe. Ach so, hier kann ich meinen Banner ändern. Okay, das ist cool. Hier haben wir viele Farben zur Auswahl. Allerdings hätte mich so ein Color Wheel hätte ich jetzt besser gefunden tatsächlich. Das ist ein schönes Grau. Wir können ein Muster auswählen. Oh, das ist schön. Das ist cool. Was nehmen wir denn für ein Muster? Wir haben bald Weihnachten. Würde ich das hier nehmen, tatsächlich. Aber dann würde ich auch tatsächlich den Hintergrund ein bisschen ändern. Das ist... Achso, ein Sticker. Können wir noch einen Sticker auswählen hier. Wahnsinn. Nehmen wir denn für einen Sticker? Ah, hier der. Die Achterbahn. Aber hier finde ich schade, dass ich hier keine Farbe auswählen kann. Das finde ich ein bisschen doof. Oh, was Winterliches. Das ist mehr so... Ah, so ein Gischtgrün, okay. Ja, nehmen wir. Ah ja, so hammert, genau. Und dann einfach mit X schließen, dann haben wir hier unten haben wir das schöne Profil im Workshop betrachten. Wenn ich da drauf gehe, kommen wir. Es lädt. Mein Workshop. Okay, hier können wir wahrscheinlich Sachen hochladen. Aber wir bleiben erstmal hier in der Option Profil. Gehen auf Trophäen. Gut, hier habe ich jetzt noch gar nichts gemacht, weil ich auch noch keine Karriere gemacht habe. Dann haben wir hier, können wir noch nachträglich unseren Namen abändern. Wenn wir nicht zufrieden sind mit unserem Namen, dann haben wir Workshop-Präsenz, ein Freundschaftsanfragen erlauben, Frontier-ID anzeigen. Okay. Genau, das sind die Trophäen und Einstellungen. Und dann sind wir hier schon fertig. Wenn ich jetzt zurückgehe und gehe hier auf Workshop, nee, sind wir nicht fertig. Das wäre jetzt dein Profil. Wir sind jetzt hier beim Freunde-Hub. Ah, cool. Wähle einen Plattformfreund aus. Ja, den Mitaro als Freund hinzufügen. Shinguin als Freund hinzufügen. Dann hätte ich auch noch gern den. Das ist jetzt doof. Ah doch. Das müsste der doch sein. Offline. Anfrage abbrechen. Ich frage, glaube ich, erstmal den Rick. Midorka. Midorka hat mich jetzt auch schon hier eingeladen. Eieieiei. Jetzt geht's hier aber los. Nehmen wir an. Schadet ja nicht. Man kann nicht genug Freunde haben. Aber das ist cool. Hier können wir uns alle tatsächlich treffen. Und, aber ist das denn? Gibt's sonst keinen, ne? Ich weiß nicht, ob der das ist. Der sieht so nackig obenrum aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das... Jo, ah, der hat eine Badehose an. Ah, okay. Profil ansehen können wir auch. Und dann schaue ich... Ah ja, das ist er. Okay, das ist cool, wenn man nicht ganz genau weiß. Dann kann man hier auf Spielerprofil gehen, ansehen. Und auf Profil ansehen, dann kommt man direkt in den Steam Workshop. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil ich nur auf Blanco drauf bin beim Aufnehmen. Aber ich komme hier auf die Steam-Seite tatsächlich und das ist der liebe Rick tatsächlich in Badehose. Anfrage ist gesendet und genau, Anfrage gesendet und dann schauen wir mal, wen wir dann noch irgendwie irgendwann mal kriegen. Und dann haben wir Avatar bearbeiten. Da kommen wir doch jetzt eigentlich zum Wesentlichen, was bestimmt ein bisschen lustig sein wird. Ich bin sehr gespannt. Und zwar, ich bin ein... Eigentlich bin ich noch ein Kind. Aber ich bin tatsächlich erwachsen. Form 1, Form 2. Okay, wir haben die Größe zur Auswahl.
Und wir können unseren Avatar auch mit der linken Maustaste, können wir den drehen und hoch und runter swappen. Okay, cool. Ich nehme mal Größe 1 und die Stimme können wir haben. Wow, wir haben 30 Stimmen zur Auswahl. Okay, die haben. Ich nehme Stimme 9. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin eher so der weiße Typ. Ja, mehr so die Farbe eigentlich, gell? Oder? Was meint ihr? Ah, nehmen wir die Farbe, alles gut. Okay, wir haben eine Möglichkeit, 4 Köpfe auszuwählen. Ich kann auch sogar ranzoomen, cool. Okay. Ich glaube, ich nehme den da. Sonst können wir hier nichts mehr einstellen. Dann haben wir die Möglichkeit, hier Haare auszuwählen. Hier gibt es tatsächlich nur 3 Möglichkeiten. 3 Haare, beziehungsweise 4, einmal ohne Haare. Aber wir haben hier keinen Lockenkopf jetzt. Aber dann bleiben wir mal bei der Haarfarbe. Haarfarbe haben wir. Ah, hier können wir jetzt tatsächlich das Color Wheel bearbeiten. Okay, ich habe gerade eine Nachricht bekommen vom Rick, der ist nämlich die Karriere am Bauen und ja, ist ein bisschen verwundert, wie lange diese Karrieren doch dauern. Aber das könnt ihr ja schon, die Parts sind ja schon draußen, der eine oder andere zu dem Zeitpunkt jetzt. Und ja, das habt ihr dann bestimmt schon gesehen. Ja, meine Haare sind schon ein bisschen dunkler. Es sind noch braun, aber es sind dunkler. Ist ein bisschen Graues mit drin, ne? Da muss ich eigentlich. Das geht nicht, ja? Ein bisschen Grau mit drin. Ja, ich werde grau. Aber weise. Bestätigen. Das sieht man jetzt nicht viel, dass man ein bisschen grau hat, aber ich habe auf jeden Fall Bart. Das habe ich aber nicht so viel. So viel Bart habe ich gar nicht. Und der ist auch mehr so in der Farbe. Mehr so in der Farbe und mehr so in der Farbe. Das ist tatsächlich noch ein bisschen dunkler, ne? Der ist schon mehr so schwarz. So, also mehr schwarz. Oh, das ist zu viel. Ja, so würde ich eher sagen. Genau. So, lassen wir mal. Okay. Dann haben wir die Möglichkeit, ein paar Oberteile uns auszusuchen. Und da suchen wir ein bisschen raus. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier so ein Pullover mit Knöpfen. Ein Kurzarmhemd. Ein T-Shirt. Wieso ist hier ein anderes T-Shirt abgebildet? Wie ist. Ach so, wir haben die Möglichkeit, Muster auszuwählen. Hier gibt's keinen. Oh, für Hemden gibt's echt viele. Da haben wir einmal das Muster. Dann haben wir einmal gestreift. Dann haben wir nochmal gestreift. Dann haben wir hier so Punkte. Oh, Klamotten haben wir echt viele. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und Blümchenhemd. Nochmal eins mit Streifen, mit breiteren Streifen. Das hier war eher so mit engen Streifen. Dann ankern und Wassermelone. Das gefällt mir eigentlich ganz cool. Finde ich eigentlich ganz witzig. So, ein T-Shirt. Da haben wir dann einmal Blume und Palme und einmal ohne. Dann haben wir hier so eine kleine Tasche hier vorne. Finde ich eigentlich auch ganz relaxed. Cool.
Und dann haben wir einmal so ein T-Shirt. Dann haben wir so ein Muster-T-Shirt. Einmal mit Querstreifen, nochmal mit Querstreifen. Fehler, okay. Andeutung. Oh, ist das Quicksilver? Das sieht aus wie Quicksilver. Das weiß ich nicht. Das ist so eine Tendenz zu Hollister oder auch Jack and Jones. Und hier können wir es ja eigentlich sagen, ist ja auch so Tendenz vieler, würde ich jetzt sagen. Finde ich nice, finde ich cool. Ich meine, das wäre so das Zeichen für Quicksilver. Ohne Diesel. Nee, Diesel hat ja so ein... Ja gut, die können ja keinen Nashorn dahin machen. Ich glaube, Diesel hat Nashorn als Maskottchen, gell? Also so... Als Logo. Ich glaube, Nashorn. Ich bin mir nicht sicher. Aber cool. Coole Idee. Ah, hier haben wir unser King Coaster Logo. Und wir haben auch nur diesen als Logo. Bei einem Pulli. Bei T-Shirts haben wir jede Menge, aber bei Pullis bleiben sie weg. Oh, die sind nice. Die sind nice. Okay, hier haben wir Goldie. King, ne, Queen Splash. Hier haben wir King Coaster. Ne, die sind eigentlich ganz cool. Kann man die auch kaufen? Ich weiß gar nicht, wie dieser Winkinger heißt. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Den weiß ich auch nicht, wie der heißt. Ja, der Kontrast ist ein bisschen blöd jetzt hier von den Farben. Das ist ja dieser Taucher. Das hier finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Das ist auf jeden Fall ganz weit oben dabei. Und das hier hat nichts, aber hier steht einfach nur Planet Coaster. Okay. Okay, cool. Oh, hier kann man echt gut lange verweilen, ne? Wenn man sich nicht entscheiden kann. Das gefällt mir. Oh, wobei, das läuft hier so am Rücken hinter. Und das ist eine Rutsche. Die läuft hier so lang. Das ist cool. Das ist auch cool. Ich würde aber King Coaster nehmen, weil ich den mag und vom ersten Spiel. Und ja. Dann können wir uns das Ganze einfärben. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, was ist denn hier die... Das ist die Hauptfarbe. Was nehmen wir denn dafür? Nehmen wir mal grün. Wir nehmen mal grün. Und dann haben wir hier... Die Möglichkeit, die Farbe. Das ist ja dann mehr so King Coaster. Ich muss ja erstmal hier gucken, welche Farbe hier was ist. So, dann machen wir hier. Machen wir mal so eine Farbe. Okay. Ja, das ist jetzt alles vom Spiel hier, dieses komische Flackern, wenn ihr das auch seht. So, und dann haben wir hier nochmal eine Möglichkeit, was einzustellen. Und das ist dann der Wagen an sich. Okay, der Wagen an sich, der könnte ja so ein bisschen... Was ist denn mit Rot? Rot? Nee, Braun. Ich hätte gern Braun. So ein bisschen Braun. Ah, wird noch ein bisschen tricky hier. Gut, wir können ja jederzeit eigentlich auch ändern. Den King Coaster würde ich gerne... Achso, da muss ich die Grundfarbe ändern, weil der King Coaster mit der Grundfarbe zusammen ist. Ah, ja, dann müsste ich ja eigentlich bei weiß bleiben. Weil der King Coaster ist ja weiß. Ja, ich finde es schon ganz cool. Mir gefällt's. Wenn ich das nehme, gehe wieder zurück. Ich wähle jetzt einfach mal hier so ein paar Farben aus. Oh, Rot war eigentlich auch ganz cool. Ah, Rot. Rot ist cool. Richtig krasses Rot. Ja, das ist mein T-Shirt. So bleibt's. Cool. So, wir haben Möglichkeiten, Hosen anzuziehen. So, es ist so eine kurze Hose. Die trage ich eigentlich ganz gern. Dann haben wir eine Dreiviertelhose. Wir haben hier keine Muster. Dann haben wir nochmal eine kurze Hose mit Seitentaschen. Ja, auch ganz cool. Das wird
Hier steht halt nicht dabei, was für eine Hose das ist, oder? Unten steht hier nur unten. Ich kann hier nirgendwo irgendwas einstellen. Okay. Na, ja, ich glaube, ich bin klassisch und nehme hier so eine kurze Hose und in der Farbe. Schon. Guck mal, schon die perfekte Farbe. Gefällt mir ganz gut. Was schauen wir denn da jetzt? Ja, das könnten wir eigentlich noch in einer anderen Farbe so machen. Ich muss ein bisschen ranzoomen tatsächlich, sonst sehe ich das nicht so. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut. So, ein bisschen abändern. Ist ja nicht komplett gleich. Was haben wir hier? Ah, das sind die Schuhe. Ach, die Schuhe können... Ach, das meine ich mit unten. Okay. Kann ich nicht die Schuhe aussuchen? Ach, nur indem ich die Hose anpasse? Oh, das ist ja doof. Na gut. Dann machen wir die Schuhe weiß. Oder schwarz. Machen wir klassisch schwarz. Was ist jetzt grün? Die Sohle. Ja, die Sohle. Die machen wir so ein bisschen beige. Beige, wie sieht denn beige aus? Beige ist ja mehr so braun. Hier so in der Farbe. Da. Sehr gut. Haben wir eine Mütze? Nein, aber was haben wir denn für Mützen zur Auswahl? Die Cappy ist cool. Die ist cool. Die Krone kennen wir auch von 1. Die ist neu von Splash. Der natürlich auch mit dem Oktopus, das ist auch cool. Oh, so ein Strohhut, hat was. Dann haben wir hier so ein bisschen mit Lorbeerblättern. Und mit Wikingern. Die ist auch cool. Würde ich jetzt so niemals anziehen im Alltag, aber die ist cool. Und dann haben wir die Möglichkeit, eine Sonnenbrille, eine normale Brille oder gar keine Brille anzuziehen. Und ich bin kein Brillenträger, deswegen lassen wir die weg. Und wir haben die Möglichkeit, eine Badehose auszuwählen. Wenn wir uns dann wahrscheinlich ins Becken gehen, weil unsere Avatare sind ja in unserem Park mit dabei, soweit ich weiß. Ich muss jetzt nochmal einen Schluck nehmen. Und das ist jetzt hier der Unterschied. Das eine hat ein Logo vorne und das andere nicht. Wir nehmen mal hier die von Quicksilver oder halt Diesel. Bin mir nicht sicher. Wir nehmen eine klassische Bademeisterhose. Und rot, rot. Was habe ich denn jetzt hier für Farben, was ich will? So. Und wenn ich das mache, rot, oh, da passiert gar nichts. Da passiert nichts mehr. Egal was ich auswähle, mache ich Bearbeitung abschließen. So, bin ich denn hier auch irgendwo? Nö. Also wie bei Planet Coaster 1 kann man uns hier nicht sehen. Ich möchte aber trotzdem jetzt nochmal zu meinem Avatar hingehen, weil ich möchte... Ja. Ich möchte so aussehen. Will ich in Badehose in den Park. Ja, super. Das war eigentlich schon das ganze... Anfrage gesendet. Genau, das war jetzt das ganze Profil. Und als nächstes würde ich sagen, also wir beenden das Kapitel hier und ich würde sagen, als nächstes machen wir dir mal den Workshop und gucken mal, was uns da erwartet. Aber jetzt kurz vorm Ende möchte ich euch noch kurz diesen Newsletter zeigen, weil ich habe mich ja schon angemeldet. Und in diesem Newsmelder können wir uns noch einmal anmelden, indem wir hier halt unsere E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname eingeben, unseren Wohnsitz dann eingeben, natürlich dann in dem Fall Deutschland. Und dann muss man allerdings 13 Jahre alt sein, mindestens. Und dann kann man hier
sagen, dass ich Neuigkeiten-Updates und Angebote auf meine E-Mail-Adresse bekomme. Ich stimme zu, Neuigkeiten-Updates und Angebote von Frontier Development zu erhalten. Und wer es mag, kann es machen. Ich mache es jetzt nicht, weil ich habe keinen Bock, zugespammt zu werden mit irgendwelchen E-Mails, die mich dann doch nicht interessieren. Und ja, man kann es zwar im Nachhinein immer noch abbrechen, aber nö, mache ich nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ist für euch komplett kostenlos, uns unterstützt ihr damit und vergesst nicht, dieses Video zu liken und folgt uns doch gerne im Discord. Da sind wir auch sehr aktiv und schon einige Bilder vom Planet Coaster sind dort drin. Das dürft ihr auch nicht verpassen. Also los rein mit euch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro Rico.